Hi, ich bin Gabriele Hotze und unterrichte Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Finanzen. BWL wird nur im Studienabschnitt 2.1 unterrichtet. In BWL geht es ausnahmsweise mal nicht nur ums Steuerrecht hier an der Hochschule, sondern es geht um unsere Kunden, also die Steuerzahler, in dem Fall die Betriebe. Normalerweise blicken wir in der Ausbildung im Finanzamt aus Sicht der Verwaltung in die Welt. Und in der Betriebswirtschaftslehre wechseln wir die Brille und gucken durch die Brille der Betriebe sozusagen. Und vielleicht lernen wir auch zu verstehen, warum nicht alle Betriebe so super gerne Steuern zahlen, auch wenn es natürlich nicht okay ist, keine Steuern zu zahlen, wenn man eigentlich welche zahlen müsste. Alles rund um Wirtschaft wird im Grundstudium 2.1 unterrichtet. Das ist neben Betriebswirtschaftslehre, also Betrieben, auch ein Blick auf die Auswirkungen vom Verwaltungshandeln auf die Wirtschaft im Fach FIWI, Finanzwirtschaft, und wie weit Verwaltung selbst wirtschaftlich handelt im Fach ÖVH. In BWL starten wir dann mit den Grundlagen. Und zwar mit der Frage zum Beispiel, was ist ein Betrieb oder wie geht Wirtschaften? Wer ist ein Homo economicus? Das ist die Modellfigur in der Betriebswirtschaftslehre. Schauen uns dann die rechtlichen Rahmenbedingungen an in unserem Wirtschaftssystem und natürlich das Ziel der Gewinnmaximierung. Später kommen dann noch verschiedene gängige Vergütungssysteme oder warum wählt ein Betrieb ausgerechnet diese Rechtsform und beschäftigen uns zum Beispiel auch mit dem Thema Motivation. Generell machen wir Grundlagenwissen, nichts wahnsinnig Abgefahrenes, Besonderes. Es geht wirklich darum, ein Gefühl für Wirtschaft zu bekommen, für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass gerade die Anwärter, die von den allgemeinbildenden Schulen zu uns kommen, noch nicht so viel mit Wirtschaft in Berührung gekommen sind. Und das holen wir ganz einfach nach. Das gilt im Veranlagungsbereich, in der Vollstreckung, aber natürlich auch in der Betriebsprüfung, in der Steuerfahndung, in allen Bereichen im Finanzamt können wir nur gut mit den Steuerzahlern kommunizieren, wenn wir wissen, was sie umtreibt, aber auch wie ein Unternehmen, wie ein Betrieb aufgebaut ist und vor allem auch, wer Entscheidungen treffen kann. Geld regiert die Welt. Money makes the world go round. Vieles dreht sich in unserer Gesellschaft um Geld, um Gewinne machen, Gewinne steigern, wettbewerbsfähig bleiben. Wir beobachten derzeit oft, dass Geschäfte oder Gaststätten schließen oder Firmen insolvent gehen. Auf der anderen Seite gibt es große Firmen, die machen enorme Gewinne, zahlen aber kaum Steuern. Und ich glaube, dass das Thema Wirtschaft uns alle angeht. Wir kommen da gar nicht drum rum. Es geht da auch um die großen Gerechtigkeitsfragen und die Frage, wie wollen wir eigentlich gemeinsam leben? Und vor allem, wenn man mal anfängt, sich mit Wirtschaft zu befassen, merkt man, das ist richtig spannend und es spielt tatsächlich fast überall mit rein. Vor allem natürlich im Finanzamt. Ja, ich persönlich habe ja erstmal nach dem Abi eine Banklehre gemacht und ja, insofern schon mal erste Bezüge zum Thema Wirtschaft und Finanzen aufgebaut und ein bisschen auch vielleicht scheu vor den Themen, was ja viele haben, verloren. Hab dann Jurastudium noch draufgesetzt und bin dann hier in die Finanzverwaltung und habe dort relativ lange in der Betriebsprüfung gearbeitet. Betriebsprüfung,
ja, Betriebswirtschaftslehre, merkt man schon die Bezüge, habe ja, viele Internas auch gesehen. Und so hat sich eigentlich eine Faszination ein bisschen für Wirtschaft auch bei mir ausgeprägt. Klar, insofern lag es dann nahe, hier an der Schule auch das Fach zu übernehmen und zu unterrichten. Und ich muss sagen, ich mache es auch wirklich gern, weil ich finde, es ist ein wichtiges Fach, auch wenn es nur ein Nebenfach ist. Für BWL würde ich empfehlen, auf jeden Fall gut aufzupassen bei dem Thema Kostenrechnung, weil wir später im Hauptstudium im Fach Bilanz dann beim Thema Herstellungskosten da an das Wissen anknüpfen. Ansonsten generell würde ich empfehlen, ja, auf eine gute Work-Life-Balance zu achten. Das Studium hier geht 3 Jahre. Und man sollte schon dafür sorgen, dass man sich die Zeit möglichst schön und angenehm gestaltet, auch wenn es natürlich stressige Phasen gibt. Also mein Tipp wäre wirklich, schafft euch eine gute Arbeitsstruktur. Und das bedeutet, plant das Lernen ein, aber auch die Abwechslung. Sorgt auch dafür, dass ihr lernt, mit Motivationstiefs umzugehen. Wir geben da auch beim Fach Lernen am Anfang, glaube ich, einige ganz gute Tipps. Ansonsten bleibt einfach offen für alles, was hier passiert und auch angeboten wird, auch an sozialen Aktivitäten. Bleibt auch offen für die Menschen, für die Kommilitonen, für die Anwärter, für die Leute um euch rum und schaut auch mehr auf das Gute. Erfahrungsgemäß verfliegen die 3 Jahre und ehe man sich versieht, hat man das Diplom in der Tasche. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg, wenn ihr euch für ein Studium bei uns entscheidet.